Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Aufnahmerunde von Minecraft. Nach dem Livestream direkt eine kleine Runde. Ich habe doch Lust, ich habe mich doch fürs FP entschieden, weil viele schaffen es immer zum Stream nie rechtzeitig. Und ja, die freuen sich immer sehr aufs LP und darum machen wir das LP auch weiter. So, der Kessel brodelt. Ich würde gerne mit Witchery die Woche jetzt weitermachen. Also die nächsten 5 Folgen quasi. Dafür brauchen wir aber erstmal noch ein bisschen was, ne? Ich habe gerade mal offscreen, ne, mal so durchgeguckt hier. Zum Beispiel immer so ein nekromantischer Stein. Was kann man damit noch machen? Da gibt es hier schon welche. Da bin ich von da auf, weiß nicht, was das ist. Hier ist eine Voodoo-Puppe mit drin. Ich weiß nicht, was man damit machen kann. Keine Ahnung. Aber guck mal, es gibt solche Voodoo-Puppen. Voodoo-Schutzpuppe. Ich habe keinen Plan, was man damit alles machen kann, ne? Hexenleiter. Hexenleiter schreiend. Was ist eine Hexenleiter? Wir müssen das alles erstmal irgendwie. Für ein Spinnrad brauche ich schon mal einen ausgerichteten Stein. Da brauche ich sowas. Dann brauchen wir einen Eber. Also wir müssen halt jetzt erstmal. Wir brauchen viele Setzlinge. Wir brauchen. Ah, ich brauche Eier, glaube ich, dafür. Wir müssen Hühner einfangen, Freunde. Wir müssen Hühner einfangen. Wir müssen irgendwo was machen, wo wir Hühner hinpacken. Wo könnte man eine kleine Hühnerfarm hinsetzen, sozusagen? Und hier oben drauf. Ich werde hier doch, also hier, oben einen kleinen Garten draufsetzen, denke ich. Wir können dort nicht alles anbauen. Na, also wir haben ja diese Sachen, die wir jetzt hier brauchen, zum Beispiel der Donner, die Schneeglöckchen, die Wasserartischocke und die Rauen. Wolfsbane ist wieder was anderes dann. Aber um das alles anzubauen, das wollen wir, um das hier anzubauen, das muss ins Wasser. Das muss ins Wasser. Ich könnte hier oben auch Wasser hinsetzen. Das wäre machbar. Müssen wir halt mal gucken, ne? Wie ich das jetzt alles mache. Ich habe jetzt nicht mal viele Steine hier. Also. Ich denke, ich werde hier so Steine ringsrum machen. Ich habe 3 Bahnen jetzt. Da könnte ich halt ein bisschen was anbauen. Nicht viel, aber ein bisschen was. Es ist halt schwierig, ne? Von außen könnte ich's als Holz lassen. Ich weiß gerade, wie ich jetzt hier hochkomme am besten. So. Wir könnten hier sogar wieder so ein kleines Detail einarbeiten. So, Moment. So. Vor allem, das ist hier unten, ne? Aber das greift auf die Truhen zu. Das ist ganz cool. Wenn wir das hier zum Beispiel jetzt wegnehmen, da haben wir zwar hier ein Problem. Aber man könnte das hier so ganz cool irgendwie vielleicht umsetzen. Aber nee, das geht nicht, weil ich dann nicht. Nee, das kann ich nicht machen. Mist. Ich will ja hier oben, da kommt ja Erde hin, beziehungsweise Wasser. Das heißt, ich brauche hier diese Schräge, die muss ich hier weiterführen. Das heißt, ich muss das im Endeffekt so lassen. Ah ne, jetzt mal hier drin, ne? Ja. So. Zack. Jetzt machen wir das einfach so 2 hier hoch. Hab ich noch den Zaun? Hatte ich nicht noch den normalen Zaun? Mit? Ah ja, habe ich hier gecraftet gehabt, ne? Ah ja, das kann sein. Warte da. So. Das geht hier hoch und dann würde ich sagen, mache ich dann eine Steinkante drauf, ringsherum. Hier würde ich das aus Holz so weiterziehen. Zack. Ziehen wir hier oben diese Steinkante ringsherum.
Hier können wir jetzt was anbauen, ne? Da würde ich sagen, der mittlere Weg. Ha, ja, der mittlere Weg. Ja, nee, dann mache ich das anders. Damit ich hier komplett was anbauen kann, machen wir das anders. Wartet, ich habe eine Idee. Na, hier kann ich immer noch rum. Moment. Wir können natürlich gleich Steine holen, das ist alles kein Problem. Aber ich will jetzt nicht unbedingt wieder erst zurückgehen. Ja, das können wir auch zumachen. So, jetzt können wir da oben. Ganz easy. Pop. So, jetzt können wir hier oben ganz easy. Wisst ihr was, das hier brauchen wir eventuell. Ich lasse es mal. So, jetzt können wir hier Erde reinsetzen. Und hier eine Bahn Wasser. Dann könnte man eigentlich alles anbauen, was wir brauchen. Nee, alles nicht, aber was? Ein Großteil. Ein bisschen was können wir anbauen. Ne, machen wir das so hier einfach. Hier machen wir dann einen Ausgang hin. Ja, ich hole kleinerer bisschen Stein. Hier gehen wir dann so raus. Perfekt. Geht perfekt auf. So. Okay. Mehr ein bisschen Wasser rein und dann. Moment, wir holen Wasser. Warum müssen wir zwei Wasser? Zack. Okay. Unten habe ich das noch zum Anbauen. Die hier. Die Schneeglöckchen, die Belladonna. Wasser mit dich und die Alraune. Mit Alraune ist was ganz wichtig. Ich weiß nicht, ob ich die deswegen hier oben anbaue, aber die kann hier dann nicht weg. Das ist ja gar nicht so schlecht. Ich habe im Stream, wer dabei war im Stream, ob jemand den Stream jetzt gesehen hat, da habe ich noch so einen kleinen Schatz gemacht, dass man ja aufpassen muss, ne, die Alraune, wenn sie dann anfängt rumzuschreien, wenn man die rausnimmt. Das ist so eine Sache. Ich hätte jetzt hier auch, wartet mal. Wisst ihr was, ich kann hier auch Komposterde reinsetzen, da wächst das viel schneller. Die Alraune, da ist nämlich was Lustiges. Ich habe so einen Schatz gemacht, dass, wie bei Harry Potter, ne, wenn man die rausnimmt, dann schreit die und so. Ja, das ist hier bei dem Mod so ähnlich. Denn es gibt bei der Alraune einen Trick. Das zeige ich euch dann mal, wenn die... Ich kann es euch erzählen. Und zwar, wenn man die Alraune setzt. Ne, die ist gewachsen. Pipapo. Man hat natürlich oben eine schöne Blume und alles dran. So. Alraune kann man nur nachts ernten. Merkt euch das. Es ist wichtig. Warum kann man Alraune nur nachts ernten? Das liegt daran, dass... Ich habe hier nirgendwo Komposterde, oder? Nee, sieht nicht so aus. Liegt daran, dass wenn man... Achso, warte mal, das kann ich allein mitnehmen. Wir brauchen auch noch... Das brauchen wir auch noch gleich in Masse, das ist gar nicht verkehrt. Stein. Und zwar, wenn die gewachsen sind, muss man nämlich aufpassen. Wenn man sie... Tagsüber, nachts kann man sie ganz normal ernten, dann bekommt man eine ganz normal eine Raune. Alles okay. Ne? Und wenn man Glück hat, noch ein paar Seeds wieder, um das dann wieder einzupflanzen. Wenn man sie aber bei Tag erntet, pass auf, wenn man sie bei Tag erntet, kommt dann wirklich eine kleine Alraune raus, die lebt. Und dann rennt die rum und kreischt. Wie blöde. Und die müsst ihr dann erstmal wieder einfangen, bevor ihr das Item bekommt aus der Pflanze. Beziehungsweise ihr müsst die da erstmal killen, bevor ihr das Item bekommt. Statue einer Gottheit. Damit kann ich nichts machen. Muss ich die finden?
Wie cool, ne? Und diese ganzen, hier diese Bäume, diese ganzen Setzlinge, müssen wir alles gleich erstmal mit Mutantis machen. Der Weben, der Tinte, die Dornen, des Sprießens. Ach du Backe. Stein. Ich wollte eigentlich mehr Stein mitnehmen, aber gut. Reicht schon für den Anfang. So, das kann weg, dort. Hier habe ich die noch. Das brauche ich jetzt eigentlich auch erstmal kurz nicht. Brauche ich noch irgendwas? Wir könnten mal noch ein bisschen versuchen, noch ein paar Seeds zu bekommen. Je mehr, umso besser. Für den Anfang. Ja, und wir müssen halt versuchen, noch eine Hühnerform aufzubauen, denn wir brauchen ganz viele Hühnereier für den Anfang. Also wir brauchen das Item Ei als Reagenz quasi jetzt am Anfang. Okay, Wasserstöcke, Hanne, Wolfsbane, Industrie, Hanf haben wir auch gleich noch ein bisschen was. Boah, für Immersive auch nicht verkehrt. Puh. So. Was wir oben jetzt auch gleich noch reinmachen müssen. Ich habe irgendwo Kohle, ne? Dieses Lager hier wird natürlich dann wieder verschwinden. Ich wollte nochmal eine Höhlentour machen. Eine Höhlentour wollte ich auch noch machen. Mal gucken, wann der nächste Stream ist, ob der jetzt wieder am Samstag ist. Wenn ja, vielleicht auch nochmal eine Höhlentour. So. Wir brauchen sowieso noch Kohle. Nehmen wir gleich ein bisschen was mit. So. Einmal, um jetzt die Flaschen hier zu brennen. Denn die brauchen wir, um daraus Reagenzien abzuleiten. Denn wenn wir gewisse Sachen erhitzen, bekommen wir da sozusagen Öle raus. Und die fangen wir natürlich auf. Die geben spezielle Reagenzien. Ach, seht ihr, ich hab's schon wieder vergessen. Ich will wissen, wie viele von euch gerade schon gebrüllt haben. Du hast es vergessen, Komposterde. Ja, ich bin am Flitzen. Was man im Kopf hat, hat man in den Beinen, wie man so schön sagt. Dum, 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 dum. Oder in den virtuellen Beinen jedenfalls. Ich hatte nämlich noch irgendwo. Habe ich wirklich keinerlei Komposterde mehr? Nirgendwo. Das war ein bisschen seltsam. Ja, komm. Ich tue die 8 mal hier rein. Ich brauche bis 6 Stück. Die anderen 3 sind ja Wasser. So. Machen wir uns hier 3 mal Komposterde. Können wir ruhig nach eins hochgehen, denke ich dann, dass wir da auch den Magierturm reinpacken. So. Sieht ganz cool aus hier. So, hier machen wir mal zu jetzt. Gehen wir nochmal eins hoch. Da wächst das nämlich schon alles viel, viel schneller. Hätten wir einmal das hier. Das Schneeglöckchen. Warum wachsen die da nicht? Okay, die droppen wieder.
Warum droppen die? Hä? Okay, Kompass alles vielleicht noch nicht so gut. Ich habe mich gerade spontan umentschieden, die Kompass zu nehmen. Nein. Hä, das verstehe ich jetzt aber gerade wirklich nicht, warum. Okay. So. Zack. Hä, hier geht's doch. Okay. Und die eine Raune. Ja, und die, wie gesagt, nur dann, wenn sie geblüht ist, nur abbauen bei Nacht, nicht bei Tag. Sonst kriegen wir Probleme. Aber wir bauen, das ist nur so ein kleiner Notfallgarten sozusagen, ne? Wir bauen nochmal weiter unten noch einen richtigen Garten hin. Wo wir dann auch ein bisschen mehr ernten können. Ich überlege, ob ich von hier aus eine Leiter nach oben mache. Ha. Es wäre schon wie cool, wenn wir darüber kämen, ne? Problem ist, schräg können wir jetzt keine so eine Brücke bauen. Von hier unten, von da, könnte man darüber noch gehen. Das wäre ganz geil, oder? Und dann machen wir dort drüben, da, machen wir dann den Garten von Witchery hin. Auf die fliegende Insel dann den Garten von Witchery. Wäre eigentlich auch ganz geil, oder? Von da aus. Würde ganz knapp passen. Könnte man theoretisch machen. Der Höhe dann auch gleich bleiben, einfach gerade weg machen und dann können wir dort alles abbauen. Und die Bäume ringsum so drauf lassen, bloß dann wäre eigentlich eine geile Idee, oder? Wartet mal. Ah ne, ich muss gar nicht runter. Aha. Ist ja hier. Ja, ich fände es ganz cool. Von da unten könnte man es natürlich auch noch machen. Aber dann hätte halt das hier noch so ein bisschen einen cooleren Effekt. Von hier aus könnte man es natürlich so machen. Hilfe. So hier rüber quasi. Da müssen wir natürlich viel weiter nach unten machen. Hätten wir natürlich mehr Fläche. Klar, wir hätten wesentlich mehr Fläche dafür. Aber ich fände es cooler. Wenn es weiter oben wäre. Ich würde sagen, wir machen das, weiter oben kommt. Das. Ich hol mal ein bisschen. Ne, warte mal. Bevor ich jetzt zurückgehe und noch Zeug hol, wir machen mal ganz kurz noch hier. Hier, das brauche ich zum Anzünden. Ja. Dann mache ich hier mal. Ne, weißt du was? Ich mache das da drauf. So. Zack. Zack. Perfekt. Dann tun wir jetzt mal hier das rein. Auch dass das brennt hier. So, das können wir hier rein tun. Das habe ich jetzt doch nochmal hier kurz rein. Also Wolfsbane auch. Dieses Mutantes, das brauchen wir nämlich eigentlich. Also darauf, wir arbeiten jetzt quasi hier darauf hin, dass wir das uns produzieren können. Ich glaube, wir haben hier ein bisschen was, aber das reicht nicht. Wir brauchen viel mehr von dem Zeug. Und das produzieren wir dann damit. Dafür brauchen wir jetzt aber auch nochmal Hühnchen. Also wir bräuchten die Eier. Dann kommt das hier ganz gelegen eigentlich. Jetzt tropft es hier natürlich ein bisschen. Aber ich finde das hier ganz cool eigentlich. Dann müssen wir ungefähr da hinkommen, ne? So in etwa. Bauen wir dann noch was kleines Stück so ringsrum. Gerade. Und das, da ist bloß die Birke weg wahrscheinlich. Diese Bäume können bleiben. Ich denke, das ist ganz cool. So, jetzt war natürlich die Frage. Ich brauche Setzlinge, sehr viele Setzlinge. Sowohl Eichen als auch Birke als auch
Fichte. Aber nee, in erster Linie brauche ich jetzt Eichensetzlinge. Das brauche ich in erster Linie. Sehr viele davon. Fürs Erste. Denn das ist so die Grund, eine der Grundzutaten, die wir dann brauchen für. Also aus denen brauchen wir eine Essenz, mit der Hilfe wir dann das Mutantes machen können.